So, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen, seltsamen Infovideo. Nämlich, ihr seht schon, genau das hier wurde genau so auf Twitter gepostet, auch von Fortnite selber. Und jetzt frage ich euch einfach nur, was soll das eventuell bedeuten? Ist natürlich wieder ein neues Teaser, aber ich frage mich halt einfach klar, die Augen haben wir auch gesehen in-game, im Trailer. Die waren oben links, glaube ich, drin in der Nachricht von John. Aber kurze Frage an euch: Was könnte das schon wieder bedeuten? Ich habe auf YouTube diesmal ausnahmsweise nichts gefunden. Das Ganze wurde vor 10 Stunden gepostet, also um 8 Uhr am Samstag. Also die neue Season. Wir kriegen immer wieder ein Häppchen. Immer kriegen wir so eine Kleinigkeit. Dann jetzt wird spekuliert, dass wir eine neue Insel bekommen, dass wir eine schwebende Insel bekommen, dass das Kraftwerk explodieren soll. Der Neymar-Skin soll eventuell kommen, weil das auch in der Nachricht quasi mit drin war. Also nicht in der gesprochenen Nachricht, sondern in dem Hintergrundbild. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, was könnte das bedeuten? Ich habe extra keinen Ton an, weil bei dem Video gibt es keinen Ton. Es ist einfach komplett ohne Ton. Einfach nur die Augen. Mit diesem soll es ein Schriftzug sein, wo einfach nur und wenn man den Kopf dreht, steht da einfach nur und Punkt, Punkt, Punkt. Bekommen wir neue Gegner oder was soll das genau bedeuten? Also schreibt es gerne mal in die Kommentare und in dem Sinne, haut rein.